herzlich willkommen heute am 2. Oktober 2024. Ja, es ist Mittwoch und wir haben wieder die Mitte einer Woche und da gibt es auch wieder ein sehr schönes und wertvolles und wichtiges Bibelwort aus dem Alten Testament. Zunächst einmal, und ich glaube, ja, vordergründig ist diese Aussage an Israel gerichtet, damals durch den Propheten Jesaja, der ihnen auch schon hin und wieder mal ordentlich gesagt hat, was passiert durch ihren Ungehorsam. Und das waren keine frohen Botschaften, das waren ziemliche harte Worte, die er sagte. Aber er hatte auch Worte des Trostes, der Erquickung. Und so dieses heutige Losungswort für Israel und auch für andere, die es in Anspruch nehmen wollen, Gottes Wort. Und da heißt es, sie werden, Jesaja 49, Vers 10, genau. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Also da wird schon eine ganze Menge hier wieder gesagt, in diesem ganz kurzen Vers, Vers 10 in Kapitel 49. Wieder das ganze Kapitel zu lesen, gibt uns einen weiteren und tieferen Einblick, ne? Dass Gott einfach sich über sein Volk erbarmt. Er wird hier als ihr Erbarmer genannt. Und sie werden auch beschützt und geschützt vor der Hitze. Und ich kann mir vorstellen, in einem Land, wo die Sonne ziemlich heiß werden kann, besonders um die Mittagszeit, dass das alles andere als angenehm ist. Ne? Wir hatten auch schon ein paar Mal das Vergnügen, in wirklich heißen Temperaturen unterwegs zu sein. Und da ist man natürlich dann ganz froh, dann, wenn man da rauskommt. Ne? Und dann ist noch eine wunderbare Zusage dem Volk Gottes gesagt, sie werden weder hungern noch dürsten. Also ich glaube, das muss für einen Mensch eine ganz qualvolle Erfahrung sein, wirklich zu hungern und wirklich zu dürsten. Ich unterstreiche das mit wirklich, weil das, was wir manchmal sagen, du, ich habe einen Hunger, dann ist das nicht das, was hier damit gemeint ist. Hunger ist wirklich, wenn einer schon lange, lange Zeit nichts mehr Vernünftiges zu essen hatte und der Magen sich verkrampft und die Zunge anschwillt vor lauter Trockenheit. Und ich nehme an, dass die meisten von uns solche Situationen noch nie erlebt haben und hoffentlich werden wir sie auch nicht erleben müssen. Aber jedenfalls gab es und gibt es auch heute noch Gebiete und Länder, wo Menschen tatsächlich diese Qualen erleiden, zu hungern und zu dürsten. Aber Gott verspricht hier seinem Volk, dass er ihnen das ersparen wird. Und er wird sie zu Wasserquellen leiten. Und Wasserquellen waren ja immer wieder Oasen des Lebens, wo man einfach überlebte und wo es dann weitergehen konnte. Also das hat Gott seinem Volk versprochen. Und auch wenn sie manches Mal durch sogenannte Wüstenwanderungen hindurch mussten und durch schwierige Zeiten. Und ich glaube, dass gerade im vergangenen Jahr, dass für viele Menschen in Israel das sowas wie eine Durststrecke ist, wo sie nicht wissen und wussten und teilweise jetzt noch nicht wissen, wie es weitergeht mit ihren Angehörigen, die einige immer noch in Gefangenschaft und in qualvollen Leiden unterwegs sind. Ja, aber diese Verheißung gilt einfach Gottes Volk hier. Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmen wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Nehmen wir diese Verheißung auch für die Geiseln und bitten wir den Herrn, dieses Wort auch an ihnen wahrzumachen. Im Lehrtext schauen wir uns den noch an,
Ja, da heißt es, ja, von dieser Frau am Brunnen aus Johannes 4, Vers 15: Herr, Herr, gib mir, ja, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Ja, die Frau, die war da ziemlich, ja, ausgelaugt, und sie hatte auch ein Problem und sie hatte Durst und sie hatte keine leichte Strecke. Sie musste immer wieder zu dieser Quelle hingehen. Und Jesus hat ihr etwas angeboten, lebendiges Wasser. Und da meinte er nicht nur ein Wasser, das wieder nach einer gewissen Zeit, ja, wo man wieder einen Durst bekommt, sondern ein Wasser des Lebens. Und Jesus ist wirklich der Einzige, der tatsächlich dieses Wasser hat und auch jedem anbietet, der zu ihm kommt. Und zum Glück ist diese Frau wirklich zu Jesus gekommen und hat sich ihm anvertraut und ja, hat ein neues und verändertes Leben erfahren. Dieses Angebot gilt auch heute noch, dass Menschen, wenn sie Lebensdurst haben und sich aufmachen, zu Jesus zu kommen, dann entdecken sie und erfahren sie, dass er wirklich den Lebensdurst stillt und uns das gibt, was wir wirklich brauchen, das wahre Leben, nämlich sich selbst. Also für heute wieder schön, dass du dir die Zeit genommen Ich hast habe Sie nicht ganz und verstanden. ich würde dich Können auch Sie das wieder bitte bitten, wiederholen? dass du auch das weiterleitest. Vielleicht gibt es da irgendwelche Leute, die dir da einfallen, denen das vielleicht auch eine Ermutigung und eine Einladung sein kann, um zu diesem Wasser des Lebens zu kommen, das Jesus selber ist und anbietet. Also für heute Servus und Ich vielleicht habe bis Sie nicht morgen. ganz verstanden. Servus. Okay? Können Sie das bitte wiederholen? Nein, ich kann es nicht wiederholen. Ja, das war wieder mein Handy. Da muss ich tatsächlich mal diesen Schalter finden, um es zum Schweigen zu bringen. Okay, aber jetzt schweige ich. Okay, Servus dann. Ciao.